Hallo, wunderschönen Abend. Wir starten heute wieder mit dem nächsten NBA-Video. Danke für die positiven Rückmeldungen vom letzten Mal. Motiviert natürlich mehr als Kritik. Also von daher, solange es keine konstruktive Kritik ist, dafür danke. Klar, ich würde auch liebend gerne mehr Videos bezüglich der NBA machen. Allerdings lässt sich das vom Zeitaufwand, nicht immer durchführen. Aufwendig ist es gar nicht mal so. Also letztendlich schaue ich mir jetzt nur die Spiele an, was ich sowieso mache und was ich dann darauf tippen würde. Allerdings wisst ihr ja selber, wenn man dann vielleicht erstmal um 8 oder um 9 oder um 10 dazu kommt, 2 Stunden später sind schon wieder die Spiele und danach ist es schon nicht mehr aktuell, da ja jeden Abend wieder oder jede Nacht aufs Neue 5, 6, 7 oder auch mehr Spiele sind. Wissen möchte, was ich immer so tippe, einfach in unsere NBA-Gruppe kommen. Das ist hier bit.ly/NBA-Group. Man kommt relativ stressfrei in die Gruppe rein, einfach nur über einen unserer Affiliate-Partner anmelden, beziehungsweise wenn ihr euch da anmeldet bei der Gruppe, schreibe ich euch auch an. Statistisch wird alles ganz gut erfasst und auch aktualisiert. Im März momentan sieht es so aus, 21 Wetten gespielt, 11 gewonnen, durchschnittliche Quote 2,27 und 4,91 Einheiten im Plus. Und hier oben seht ihr auch, im Oktober bzw. November war es nicht ganz so erfolgreich, im Dezember mit minus 5 Einheiten. Dezember war dann schon wieder besser. 14 plus 30 im Januar. Und im Februar war vor allem beruflich bedingt nicht so viel Wetten und das damit auseinandersetzen möglich. 32 Wetten gespielt. Fast eine Einheit plus gehabt. Aber eine Einheit im Plus ist besser als eine im Minus. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was es für heute Spiele gibt. Und zwar ist das erste gleich die Thunder, die bei den Pacers antreten dürfen. Die Oklahoma City Thunder haben gestern gegen Brooklyn gewonnen. Nachdem sie zur Halbzeit hinten lagen, konnten sie das Spiel noch drehen. Und jetzt geht es eine Nacht oder einen Tag später schon weiter in Indiana. Da dürften sie, glaube ich, sogar ein bisschen Zeit verlieren. Klar, Zeitverschiebung Westküste versus East Coast. Das muss man mit einkalkulieren. Und also das ist gar nicht ohne das Programm. Hier am 11., also vor 3 Tagen in Utah, Salt Lake City, da zu spielen ist nicht einfach. Haben sie gewonnen. Dann daheim gegen die Brooklyn Nets gewonnen, sicherlich auch kräfteraubend. Und dann geht es einen Tag später bereits nach Indiana, also 3 Spiele in 4 Nächten, davon jeweils ohne Pause dazwischen. Und hier die Pacers konnten sich 2 Tage ausruhen, haben dann davor gegen New York gespielt, also auch schon in der Ostküste. Ich glaube, sowas muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Deshalb finde ich hier super schwierig drauf zu setzen. Der Spread plus 1 bzw. minus 1. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass eben die Thunder so sehr unter Reisestress sind, also konditionsbedingt. Keiner fällt aus, vielleicht Markieff Morris oder Oladipo, gut, sowieso schon länger bei den Pacers weg. Tyreke Evans wohl immer noch mit einem Virus ausgefallen und Johnson kenne ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass der jetzt nicht so wichtig für das Spiel ist. Record ist relativ gleich bei beiden Mannschaften. Ich tue mir schwer hier zu sagen, dass Indiana gewinnt, obwohl viel dafür sprechen würde. Zum einen, Brooklyn ist derzeit besser als Indiana. Die konnten die Thunder gewinnen. Utah, starkes Team. Habe auch mal hier meinen Donovan Mitchell angezogen. Und wenn wir die letzten Spiele anschauen, von Indiana in New York nicht wirklich überzeugend gewonnen, haben wir hier im Video auch gesagt, dass wir das vermuten oder ich. In Philadelphia, es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften, auch wenn Indiana in der ersten Halbzeit zumindest in Führung gewesen ist. Gegen Milwaukee kann man mal verlieren, vor allem in Milwaukee und gut. Chicago müssen sie gewinnen, gegen Orlando eigentlich auch. Also, ich sehe hier für mich zwei Sachen. Entweder tippt man darauf, dass Oklahoma gewinnt, einfach,
weil es das bessere Team ist und man hofft, dass sie den Strapazen kein Tribut zollen. Von daher vielleicht sogar eher No Bet. Oder aber, wenn man sich hier die letzten Ergebnisse anschaut, Indiana nicht wirklich so viel gepunktet, Oklahoma auch jetzt nicht so viel. Von daher die Line von unter 218 Punkten könnte interessant werden, weil wenn Indiana das Spiel gewinnen will, dann vor allem durch Defense. Wer bei diesem Spiel Cleveland gegen Orlando das Spiel gewinnen will, das müssen auf jeden Fall die Magic sein, denn für die heißt jetzt alles oder nichts, entweder eine weitere Enttäuschung und keine Playoff-Teilnahme oder aber der Zug ist noch nicht ganz abgefahren, aber da müssen sie gegen Teams wie gegen die Cavaliers unbedingt gewinnen. Die haben gar nicht mal so schwach ohne Love in Philadelphia gespielt, davor Toronto besiegt. Können sich auch Siege leisten. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen. Das wird jetzt keine direkten Auswirkungen mehr auf die Playoff-Platzierung haben. Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen. Kevin Love ist wohl wieder dabei. Larry Nance Jr. ist nicht ganz unerheblich. Könnte ausfallen. Das muss man im Auge haben. Insgesamt würde ich hier aber die Magic vorne sehen. Auch wenn sie in den letzten beiden Spielen echt enttäuscht haben. Also in Memphis hatte ich sie vorne. Da haben sie eine Minute vor Schluss mit 4 Punkten geführt und zu dumm. Gegen Washington war für mich ein 50-50-Spiel. Hätte nicht erwartet, dass die Wizards dann doch relativ souverän vom Vorsprung gewinnen. War aber auch zumindest bei 61-61 bin ich ins Bett gegangen. Auch hier enttäuschend. Es sieht so aus, als wären die Magic vielleicht nervlich nicht so in der Lage, direkte Teams auf Augenhöhe zu bezwingen. Hier gegen Cleveland werden sie aber gewinnen, da lege ich mich fest. Die Quote gibt allerdings nicht so viel her. Sacramento spielt gegen Boston. Sacramento noch mit Außenseiter-Shots auf die Playoffs. Dazu müssen sie aber wirklich jetzt eine Mordssiegesserie hinlegen. Plus, meiner Meinung nach, sind die Clippers das einzige Team, was sie noch vielleicht überholen könnten, müssen dadurch das ein oder andere Spiel noch mehr verlieren. Dann hat Sacramento eine Chance, eine gute Saison, in eine sehr gute Saison mit Playoff-Teilnahme abzuschließen. Boston, das letzte Spiel deutlich verloren gegen die Clippers, davor bereits in Sacramento gewonnen, gegen Golden State und davor eigentlich viele Spiele verloren. Ist mir ehrlich gesagt zu riskant, auf die Celtics zu setzen. Könnte sich überlegen, ob man plus 7,5 auf Sacramento geht oder sich noch ein bisschen paar Punkte dazu kauft. Mir vielleicht mit noch so einer 1,4er Quote nimmt. Sacramento plus 12. Vielleicht das mit einem anderen Spiel kombinieren. Das könnte man sich überlegen. Ansonsten, ich würde hier, also mein persönliches Empfinden ist Hände weg. Genauso gut ist für mich auch hier die Lakers bei Toronto ein Hände-weg-Spiel, liegt daran, dass einige Leute bei Toronto vielleicht ausfallen. Ich meine, Serge Ibaka mit seinem Punch, sowieso 3 Spiele, glaube ich, nur. Das war mal ein richtiger Fight, also nicht irgendwie so schubsen und dann wird gefloppt und rumgeweint, sondern Marquise Chris war es, glaube ich, auf Seiten des Gegners und Serge Ibaka hat da schon richtig Gas gegeben. Wenn Fleet out und Lowry day to day, wenn der nicht spielt, dann hat hier Lakers plus 10 definitiv Value. Allerdings haben die Lakers in den letzten 5 Spielen auch nicht wirklich jetzt so geglänzt und gegen Chicago kann man schon mal gewinnen, oder? Da braucht man sich jetzt nichts drauf einbilden. Die Raptors haben in Cleveland verloren. Denke ich mal, dass sie die komplett unterschätzt hatten. Und deshalb werden die daheim gegen die Lakers bestimmt nicht zurückziehen. Allerdings ist die reine Siegquote, ich zeige euch das auch gleich nochmal, zu gering auf Toronto. Das ist mir zu unsicher. Hier ganz klar, die Timberwolves, die sind draußen. Das wird nichts mehr mit den Playoffs. Und Towns. Day-to-day hatte ein bisschen was mit dem Knie. Wiggins anscheinend sicher schon draußen. Teague, Day-to-day. Rose, Day-to-day. Von daher fragt man sich doch wirklich, Entschuldigung,
Warum sollte Utah das erstens nicht gewinnen? Und auch der Spread von minus 8 kann interessant sein. Finde ich sehr, sehr fair. Und Utah hat eigentlich nur gegen Memphis ein bisschen enttäuscht in den letzten drei Spielen. Gegen OKC kann man verlieren. Gegen Phoenix muss man gewinnen. Das Einzige, was hier eventuell gegen minus 8 sprechen würde, dass es ein Back-to-Back-Spiel ist, aber von Phoenix nach Salt Lake City ist jetzt auch nicht so der ewig lange Weg. Also sicherer Sieg Utah mit Spread definitiv möglich, auch wenn man sich überlegt, wie hoch Denver das letzte Spiel gewonnen hat gegen Minnesota und da war Towns dabei. Wiggins weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber. Hoppla, dann haben wir schon nur noch ein Spiel, sehe ich das richtig? Kurzer Spieltag. Nuggets overtake Doncic less Mavericks. Also, das heißt, endlich sitzt er. Ah, oder ist das das letzte Spiel gewesen? Wie dem auch sei, egal ob Doncic spielt oder nicht. Porzingis, natürlich noch draußen, wird wahrscheinlich kein Spiel mehr in der Saison spielen, hat aber wohl gestern sein erstes 5 gegen 5 Training mitgemacht und ist wohl auch schon relativ fit, aber die wollen natürlich trotzdem mit einem 100% fitten Porzingis in die neue Saison starten. Interessant, hier wird zu sehen sein, wie viele Punkte macht Dirk Nowitzki bei seinem letzten Spiel in Denver und wie hoch gewinnen die Nuggets. Also, dieses Spiel werden die Mavericks definitiv nicht gewinnen. Washington hat gestern zum Glück gewonnen. Das heißt, Washington hat jetzt einen Sieg Vorsprung vor den Mavs, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir uns mal ganz kurz die Tabelle nochmal an. Hier auf ESPN. Hier sehen wir, Orlando muss das Spiel unbedingt gegen die Cavaliers gewinnen. Die Cavaliers, wenn sie das Spiel selber gewinnen, sind immer noch hinter den Bulls. Das heißt, die können da drauf ganz gut achten. Wizards haben noch einen ganz, ganz kleinen Shot auf die Playoffs. Drei Siege momentan hinten und im Westen und 29 Siege insgesamt. Dallas 27 Siege. Das heißt, sie haben zwei Spiele Vorsprung auf Wizards, ein Spiel nur auf Memphis. Das heißt, die werden dieses Spiel nicht gewinnen. Und die Suns mit 16 Siegen, Cleveland 17 Siege. Also, wie dem auch sei, Dallas wird das verlieren. Wer möchte, kann das auch gern mit einem Spread anspielen. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Quoten an. Einmal rumgeklickt und hier nochmal die Spiele in der Zusammenfassung. Die Quoten sind hier übrigens von Intertops und Bet365. Das sind so die beiden Anbieter, die ich momentan bevorzuge. Bet365 hat viele coole Unterwetten, die mir gefallen. Außerdem kann man da Damenbasketball tippen. Das heißt, da nehme ich gerne die 5% Wettsteuer in Kauf. Intertops hat insgesamt Top-Quoten und kann ich auch grundsätzlich empfehlen. Auch wenn ihr Lust habt, meine täglichen Tipps zu sehen, dann könnt ihr euch eh bei Intertops anmelden. Ich kriege einen kleinen Bonus. Den gönne ich mir für schöne Sachen und wie dem auch sei. Also, Cleveland Cavaliers gegen Orlando Magic. Eine 1,29-Quote auf die Magic. Das sieht doch nach einer Favoritenkombi aus, oder? Und zwar würde ich sagen, hört sich das relativ sicher an, wenn man noch die Jazz dazu nimmt, auch eine 1,29 und die Nuggets 1,13. Das bedeutet, ich kriege je nach Anbieter so eine 1,7 bis 1,9er Quote. Da fühle ich mich doch sehr, sehr wohl. Was mir auch gefällt, ist unter 218 Punkte zu tippen, beziehungsweise unter 219 Punkten bei dem Spiel der Thunder bei den Pacers. Das kann man mal riskieren. Und die anderen Spiele, also Dallas gegen Denver minus 12, den Spread ist mir zu gefährlich. Dafür ist Dallas dann, auch wenn sie shorthanded spielen oder auch absichtlich verlieren, zu gut. Gefällt mir nicht. Timberwolves Jazz. So, für meine persönliche Strategie ist immer ab minus 7er Spread wird es für mich eklig. Da fühle ich mich meistens nicht so wohl. Da kaufe ich mich dann ganz gerne etwas nach unten, falls ich mir sicher bin, dass mit einem höheren Spread gewonnen wird oder mir die reine Siegwette nicht reicht. Könnte man hier auch überlegen, vielleicht zwei, drei Punkte sich zurücknehmen und zu kombinieren. Oder man sagt,
Wer jetzt schon weiß, dass Towns vielleicht nicht aufläuft, dann ist, glaube ich, eine minus 8 eine ganz gute Geschichte, obwohl Back-to-Back der Jazz. Oder wie gesagt, man kombiniert es einfach. Raptors, eine 1-18, sehe ich überhaupt nicht gerechtfertigt an. Vor allem Kuzma spielt, James spielt. Bei den Raptors haben wir gesehen, Van Fleet out, Ibaka out, hier Lowry, Day-to-Day. Eine 1-18 würde ich auf gar keinen Fall eine Kombi aufnehmen. Minus 10 würde ich auch nicht anspielen. Plus 10 auf Lakers kann man machen. Macht man nichts falsch, auch wenn die Wette nicht aufgeht. Muss jeder für sich selber wissen, ob James nochmal so ein Spiel raushaut wie gegen die Bulls. Vielleicht könnte man hier auch, wenn man sich eine Zweierquote gönnen will, was haltet ihr von Lakers plus 15? Kombiniert mit Sacramento Kings plus 10, 12 könnte so eine Zweierquote geben. Bestimmt nicht ganz uninteressant. Ansonsten würde ich auch hier reine Siegwette auf Boston oder auf Sacramento gerne Abstand nehmen. Ich hoffe, ihr habt damit ein bisschen was anfangen können. Mit meinen Tipps, mit dem Video, wie auch gestern. Am meisten freue ich mich über einen Daumen hoch, über Likes. Natürlich auch, was sind eure Tipps? Und see you soon. Bis zum nächsten Video.